Ja, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wie ihr dem Programm vermutlich schon entnommen habt, soll es heute um den Rohstoffabbau in der Tiefsee gehen. Und dazu haben wir zwei Gäste heute eingeladen, die ich ganz kurz vorstellen will. Einmal Marie-Luise Abshagen, sie ist Leiterin im Bereich Nachhaltigkeitspolitik beim Forum Umwelt und Entwicklung. Und Till Seidensticker, er arbeitet als Campaigner im Bereich Meeresschutz bei Greenpeace Deutschland. Und ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und die beiden werden jetzt ungefähr eine halbe Stunde vortragen und dann gibt es noch eine halbe Stunde die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Genau. Dankeschön. So, jetzt herzlich willkommen auch an euch. Danke. Genau, also toll, dass ihr alle da seid. Wie gesagt, ich bin ganz überrascht, aber schön, dass ihr auch die Verbindung zieht zwischen Digitalisierung und Rohstoffabbau. Und wir wollen euch jetzt eine zukünftige Form, hoffentlich nicht zukünftig, aber die sich gerade entwickelt, vorstellen, die im Meer stattfinden soll. Und wir haben es so ein bisschen anders uns überlegt. Und zwar haben wir euch ein paar Bilder mitgebracht und Till und ich werden uns so ein bisschen darüber unterhalten. Und dann würden wir aber gerne einfach auch eure Fragen und eure Gedanken dazu hören. Genau, deswegen fangen wir erstmal an und dann gucken wir mal, wo wir enden. Das erste Bild, was ihr hier seht, ist ja schon unschwer zu erkennen, ein Blick aufs Meer wie durch ein Bullauge. Vielleicht möchtest du mal sagen, Till, was du damit so verbindest. Tja, was sieht man hier? Man sieht das Meer und so sieht das auch aus, wenn man mit dem Schiff dort vor Ort ist, wo Tiefseebergbau stattfinden soll. Ne? Ist erstmal schön. Aber das, was passiert, ist eben wo ganz anders. Also, was wir hier sehen, ist das Meer, den Pazifik, die Weite, aber wir sehen eben von oben ganz wenig. Genau. Was wir nicht sehen, ist das, worum es beim Tiefseebergbau gehen soll. Das ist eine Form der Rohstoffe, die abgebaut werden sollen. Manganknollen heißt das, ist tatsächlich ungefähr so groß, wie das Bild zeigt, man sagt so kartoffelgroß oder knollengroß. Manche wurden auch schon hochgeholt, die tauchen dann immer auf irgendwelchen Industriekonferenzen auf, dann darf man sie wie so ein heiliger Gral mal berühren. Aber das ist das, worum es geht. Und wenn ihr die Assoziation macht zwischen dem ersten Bild, wir gucken aufs Meer, sehen Wellen und dann tausende von Kilometern weiter drunten soll es um das gehen. Eine Form des Bergbaus. Was sieht denn die Industrie da drin? Die Industrie da drin sieht vor allen Dingen die Rohstoffe, die da drin liegen. Manganknollen werden so geformt, wie gesagt, das ist eine Form des Bergbaus. Wir konzentrieren uns jetzt aber mal darauf. Es gibt ein kleines Stückchen, was auf den Boden fällt, vielleicht eine Muschelschale oder ein kleines Tierchen. Und in Millionen von Jahren reichern sich darum mineralische Rohstoffe an und Gesteinsbrocken. Und an die mineralischen Rohstoffe will natürlich die Industrie. Also da geht es um Kobalt, Nickel, Mangan, das ist für die Stahlproduktion wichtig und noch ein paar andere Erze. Ja, genau. Die Industrie sagt auch gerne, this is a battery in a rock. Das ist großer Quatsch, aber genau. Ja, wir machen mal weiter. Was sehen wir denn auf dieser Karte, Marie? Hier seht ihr die Gegenden, die die Industrie gemeinsam mit Staaten und einer UN-Behörde, die International Seabed Authority, die internationale Meeresbodenbehörde, hallo, als Abbau, potenzielle Abbauflächen. Die Tür ist super. Kann ganz unauffällig reinkommen. als potenzielle Abbauflächen benannt haben, genau. Till, vielleicht willst du uns einmal durch die Karte führen. Ja, also gerade wenn es jetzt sozusagen um die Gefahren des Tiefseebergbaus geht, dann geht es vor allen Dingen um diesen Bereich hier in der Mitte, da wo Clareton-Clipperton-Zone steht. In den anderen Bereich, das ist ein Bereich auf der Hohen See, das heißt, es befindet sich außerhalb der nationalen Gewässer und auch der Wirtschaftszonen von Ländern. Das heißt, diese Gebiete werden von der Meeresbodenbehörde verwaltet, die Gebiete verwaltet, die nicht unter Kontrolle von Staaten stehen, also auch in der Ausbeutung.
Und dort gibt es diese Manganknollen in relativ hoher, in hohem Vorkommen, auch in einfach riesigen Gebieten, was es für bestimmte Bergbauunternehmen interessant macht, die dort abzubauen. Es gibt aber auch noch andere Zonen, in denen sich diese Polymetallic Nodules, also das, was ihr eben gesehen habt, finden. Und es gibt auch, was vielleicht noch dramatischer wäre, wenn der Bergbau anfängt, sogenannte Kobaltkrusten. Willst du was zu Kobaltkrusten sagen, Marie-Louise? Genau, ich habe ja eben schon erzählt, es gibt unterschiedliche Formen von Bergbau. Man muss dazu sagen, Tiefseebergbau gibt es aktuell noch nicht. Komm gerne rein. Das ist eine zukünftige Form des Bergbaus, die derzeit eben in internationalen Verhandlungen vorbereitet wird. Also welche Abbauregularien braucht man, wo darf abgebaut werden, wurde definiert in einem langjährigen Prozess. Genau, aber auch welche quasi Maschinen braucht man dafür, die sind alle noch nicht entwickelt. Verbindet nochmal das Bild, was wir euch zuerst gezeigt haben vom Meer und dann tausende Kilometer tief auf dem Boden findet ihr zum Beispiel Manganknollen. Andere Formen von Rohstoffen, die abgebaut werden, sind Kobaltkrusten. Das sind so Berge, auch über die sich Jahrmillionen von Jahren mineralische Rohstoffe angereichert haben, auch in so ähnlicher Zusammensetzung. Und die dritte Form sind, die kennt ihr vielleicht am allerersten, schwarze Raucher. Das sind so Schornsteine, die auf dem Boden, im Meeresboden stehen und da blubbert dann immer so Wasser raus. Eine ganz bekannte Formation dieser Art ist die Lost City, heißt das. Die wurde vor ein paar Jahren von dem Forschungsschiff Atlantis, hieß es tatsächlich, entdeckt, die eben diese massiven Ansammlungen von schwarzen Rauchern entdeckt haben. Und all diese Formen von Gesteinen sind eben potenzieller Abbauort. Wie ihr hier auch seht, gibt es unterschiedliche Verträge, die quasi gemacht werden bei der Internationalen Meeresbodenbehörde. Man muss sich das so vorstellen, das Ganze ist international reguliert, was erstmal ja natürlich ganz gut klingt. Also Staaten treffen sich, um gemeinsam zu verhandeln. Und bei dieser Staatenbehörde, dieser internationalen Behörde, der Meeresbodenbehörde, kann man eben Anträge stellen für den Abbau, eben von diesen drei Gesteinsformen. Vielleicht willst du einmal so ein bisschen was über diese Anträge sagen. Ja, wir kommen auch später nochmal zur ISA, aber genau, es gibt diese Zone, Clarington-Clipperton-Zone, ist aufgeteilt worden in Abbaugebiete für verschiedene Staaten. Und zwar auch sozusagen erstmal klingt es so global gerecht sozusagen. Es gab auch Lizenzen, die an Staaten im globalen Süden vergeben wurden. Aber man muss dazu wissen, die Fähigkeiten, so etwas abzubauen, liegen dann eben bei Konzernen, bei großen Bergbaukonzernen im globalen Norden. Und die gehen dann Verträge ein mit Staaten, kleinen Pazifikstaaten beispielsweise, die sich auch schlecht dagegen wehren können, diesen ökonomischen Druck sozusagen, sind dann so ein bisschen, gehen diese Verträge ein und versprechen sich viel Geld und es wird aber, wie man das meistens kennt, wenig bei denen ankommen aber viel bei den Bergbauunternehmen. War das deine Frage? Ja? Gut. Genau, also falls ihr euch gewundert habt, hier die Zahlen da drunter, ne? Also es sind 30 Verträge, die eben Staaten bei dieser internationalen Behörde beantragt haben, um Bergbau abzubauen. Das Ganze ist eigentlich ein ziemlich ausgeklügeltes System. Man kann als Staat oder als staatliche Behörde eben einen Antrag stellen, um dort abzubauen in diesen international verhandelten Gebieten und kann sich beispielsweise mit einem Industrieakteur zusammenstellen. Till hat es eben schon erwähnt, für unterschiedliche Staatengruppen gibt es eben unterschiedliche Lizenzgebiete. Deutschland hat zum Beispiel zwei Lizenzen, eine unter anderem auch in dieser Clarington-Clipperton-Zone für Manganknollen. Dann gibt es auch noch eine für Kobaltkrusten im Indischen Ozean. Da wird aber noch nicht so viel gemacht, weil man da noch nicht die Technik hat. Und dann gibt es auch zum Beispiel pazifische Staaten, die sich mit internationalen Konzernen, mit großen Konzernen, die vor allen Dingen im globalen Norden wie Kanada oder Großbritannien ansässig sind, zusammengetan haben, um eben auch dort abzubauen. So. Hier sieht man so ein bisschen, warum wir glauben, dass Tiefseebergbau ein Problem ist. Was sehen wir denn hier, Till? Ja, also erstmal muss man dazu wissen, dieses Bild ist in 4000 Meter Tiefe. Über diese Gebiete am Grunde des Ozeans wissen wir extrem wenig. Es wird da immer wieder diese
gibt diese Aussage, die schwirrt, vielleicht habt ihr schon mal gehört, wir wissen über die Tiefsee weniger, als wir über den Mond wissen. Das ist auch weiterhin so. Es gibt sehr wenig Wissen darüber, wie diese Ökosysteme funktionieren. Jedes Mal, wenn es Tauchexpeditionen in diese Tiefen gibt, werden neue Arten entdeckt. Es ist unklar, in wie viel, was für eine Rolle diese Gebiete für den Klimawandel spielen, also als Senke, in denen die Stoffe, Materie absinkt und sich auf den Boden absetzt. All das wissen wir zu wirklich sehr geringem Maße. Und genau. Willst du vielleicht noch was ergänzen? Was wir aber mittlerweile wissen, ist, dass es Leben in der Tiefsee gibt. Und das ist eine These, die in den letzten Jahren von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, bleib mal ganz kurz noch bei dem Bild, von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern bewiesen wurde. Denn in diesem ganzen internationalen Verhandlungskontext haben sich Staaten mittlerweile auch mit Forschungsinstitutionen zusammengetan, unter anderem auch aus Deutschland, dem Geomar, um eben Expeditionsfahrten zu machen in die Gebiete, vorrangig, um zu gucken, was ist denn eigentlich da. Weil natürlich, wenn ihr euch vorstellt, 4000 Meter Tiefe, wir gucken auf dem Schiff, vor allen Dingen auf die Wellen, was da unten drunter ist, muss man ja erstmal rausfinden. Es wird teilweise mit so Satelliten versucht zu messen, aber wirklich wissen, was da ist und wo eigentlich was zu finden ist, weiß man erst, wenn man runterfährt. Also mit Robotern werden dann solche Bilder gemacht. Und bis in die 70er Jahre, Tiefseebergbau gibt es schon eine Weile, in den 70er, 80er Jahren dachte man, in der Tiefsee existiert gar kein Leben, weil es einfach 4000 Meter in der Tiefe ist, was soll da schon an Leben existieren können? Und dann ist man irgendwann runtergefahren und hat solche Viecher gefunden. Was das jetzt genau ist, kann ich ja gar nicht sagen. Ich glaube, irgendein Schwamm oder irgendein, du weißt vielleicht wahrscheinlich eher. Aber wie ihr sehen könnt, wenn ihr euch das als Manganknoll vorstellt, das ist ja faustgroß, also so wahnsinnig klein kann das Lebewesen hier nicht sein. Auf den Manganknollen gibt es aber auch noch ganz andere Sachen. Warum dieses Bild für euch auch interessant ist, ist, es gab in den 70er Jahren einen deutschen Versuch, wo man mal versucht hat, wie kriegen wir das Zeug eigentlich hoch. Und ist mit so einem, wie so einer Art Hake quasi über den Meeresboden gefahren und hat diese Manganknollen aufgesammelt. Und dann ist man vor 5 Jahren, glaube ich, letztes Mal hingefahren und hat sich angeguckt, wie sieht das denn eigentlich jetzt aus? Und ihr müsst euch vorstellen, all das, was da ist, wurde weggenommen und all das, was da ist, ist immer noch weg. Es ist nichts wiedergekommen von dem, was abgebaut wurde. Die ganzen Furchen von den Haken kann man immer noch sehen. Und natürlich sind auch die Viecher, sage ich immer so, aber die Lebewesen, die dort sind, die kleinen Mikroben, aber auch größeren Sachen, nicht wiedergekommen. Und auch das hier ist nicht wiedergekommen. Und warum wir den mitgebracht haben, kann Till sagen. Genau, da weiß ich, wie er heißt. Ja. Das ist nämlich Kaspar, heißt dieser haben wir ihn zumindest getauft, aber ich glaube, es ist auch der wissenschaftliche Name. Ich bin selber kein Biologe, aber wieso ich dieses Bild spannend finde oder was man sich einfach, was Marie-Louise eben auch schon angedeutet hat, das Leben in der Tiefsee findet viel langsamer statt. Viel, viel langsamer. Es gibt kein Licht, es gibt wenig Energiequellen und diese Tiefseekrake sitzt mehrere Monate, ich glaube über ein Jahr, auf seinen Eiern, um sie auszubrüten. Und ich glaube, das macht eben anschaulich, dass wenn es massive Eingriffe gibt, da werden wir gleich auch noch ein paar Folien zu haben, wie das nämlich aussieht, was für Geräte dort rüberfahren sollen, dann wird dieses Leben vielleicht gar nicht wiederkommen, aber auf jeden Fall extrem lange brauchen, um wieder in der Ausprägung aufzutauchen, in der es aktuell ist. Und das muss man eben auch wissen, es ist eines der wenigen Gebiete auf diesem Planeten, die vom menschlichen Eingriff verschont geblieben sind. Das haben wir an Land kaum noch. Ja. Und die Möglichkeit hier bietet sich eben, ein Gebiet zu schützen, so zu erhalten, wie es ist und wie es eine wichtige Funktion für unseren Planeten ausprägt. Genau. Und genau das ist es eben. All diese Wunder der Tiefsee sind auf engste Weise mit dem Tiefseeboden verbunden. Und diese These, dass es kein Leben in der Tiefsee gibt,
der hängen wir immer noch hinterher. Auch wenn mittlerweile auch von Industrie und Staaten anerkannt ist, natürlich gibt es Leben, sind wir jetzt an dem Punkt als Umweltschützer und Umweltschützerinnen zu sagen, ja, aber das Leben hat auch eine Funktion. Die Funktion, die es hat, wissen wir aber noch gar nicht. Vielleicht kennt ihr so diesen Anglerfisch, der ist ja relativ bekannt, aber all diese anderen Lebewesenformen von Kleinstlebewesen, und das sind ja auch, sag ich mal, die, die man mit dem Foto gut fotografieren kann. Die Mikroben kann man ja gar nicht fotografieren, außer man hat wirklich besonders gute Kameras. Aber wir wissen ja, die sind da, weil wir Proben rausgeholt haben. Die Verbindung zwischen all diesen Lebewesen bis zu uns als Menschen, weil wir ja auch Teil der Nahrungskette sind, die wird gerade erst erforscht. Und trotzdem wird gesagt, wir haben diese Knollen, das sind mineralische Rohstoffe drin. Wir haben einen Bedarf an Rohstoffen, wenn wir so weitermachen in unserer kapitalistischen Ökonomie. Die Landbergbauquellen sind langsam erschöpft. Jetzt haben wir diesen neuen Bergbausektor gefunden. Warum sollten wir da nicht reingehen? Und genau das, was wir wissen, dass die Verbindung zwischen all diesen Lebewesen aber existiert, nur in was für einer Tiefe, wissen wir noch nicht, das wird einfach ignoriert. Ja, und hier und da, vor allen Dingen zu dem Bild, kann uns Till nochmal ein First-Hand-Erlebnis erzählen. Hier seht ihr, mit was für welchen Riesenmaschinen der Bergbau stattfinden soll. Ah, Probleme mit meinem Headset. So, genau. Ich hatte die Ehre, würde ich mal behaupten, letztes Jahr im Pazifik zu sein. Greenpeace war mit einem Schiff vor Ort, als dieses Gerät hier oben links, Patania heißt es, getestet wurde. Das ist ein Pilottest gewesen. Also sie haben ausprobiert, wie diese Abbaumaschinen funktionieren. Hier kann man so ein bisschen sehen, was dieses Gerät am Meeresboden macht. Es fährt, also es ist eine Landmaschine, eine Raupe, es fährt über den Meeresboden und saugt diese Nodules ein, aber es saugt nicht nur das ein, es saugt auch alles andere ein. Und wie ihr euch vorstellen, also was man danach sieht, es gab Bilder, man sieht nur noch so Sediment, es ist alles weg, man sieht kein Leben mehr. Und was sie eben auch machen, und das sieht man hier oben links auch, ist, sie wirbeln das Sediment auf. Und diese Sedimentwolken verteilen sich unglaublich weit. Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt vorher. Leben in der Tiefsee ist extrem langsam. Es gibt dort Schwämme, die Wasser filtrieren. Und diese Schwämme haben aber nicht gelernt, was sie mit Sediment machen. Weil dieses Sediment ist ja Millionen nicht bewegt worden. Und wenn jetzt Sediment aufgewirbelt wird, dann kriegen diese Dinger, diese Filtrierer, dieses Sediment in ihren Mund und haben aber evolutionär gar keine Technik entwickelt, das wieder auszuspucken. Und was tun sie dann? Verhungern. Also die Auswirkung des Meeresbergbaus wird sehr wahrscheinlich nicht nur auf die Gebiete, wo diese Nodules entfernt werden, sondern auf weite Gebiete drumherum Auswirkungen haben. Willst du sonst noch mal was zu diesen dramatischen Maschinen hier unten sagen? Was ich finde an diesen Fotos ist, wenn ihr mal genau hinguckt, nur eins davon ist echt. Und zwar das da oben. Und das ist auch so ein bisschen quasi der zusätzliche Trick an Tiefseebergbau. Da wird eine Geschichte verkauft. Einerseits eine Geschichte des einfachen Rohstoffabbaus, weil, ja, okay, dann werden so ein bisschen Schwämme beschädigt, aber was ist schon Schwamm? Wir machen irgendwie drumherum ein bisschen Meeresschutzgebiete und dann wird das schon in Ordnung sein. Wie Till euch ja gerade erzählt hat, und das habe ich noch gar nicht gesehen auf dem Foto, aber klar, da ist ja so eine braune Suppe da, wo es direkt hochgekommen ist. 4000 Meter in der Tiefe ist das Ding langgefahren und wenn es hochgezogen ist, ist die braune Suppe immer noch da. Diese Sedimentwolken werden sich kilometerweit über das alles, was drumherum ist. Also nicht nur die Abbaustelle wird verschmutzt, deswegen ist es auch völlig egal, ob man drum Meeresschutzgebiete macht. Die werden auch verschmutzt, so viel wissen wir schon. Und was in diesem Sediment drin ist, ob da zum Beispiel sich irgendwelche Metalle gelöst haben, die ja dann auch noch zusätzlich toxisch sein können, wissen wir auch nicht. Aber
Was ich interessant finde und auch an diesen Monstermaschinen, ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut seht, da sind so kleine Menschen daneben, diese in gelb, diese gelben Punkte. Das ist aber alles Computer bisher. Also was wirklich gebaut wird, ist ein erstes Abbaufahrzeug von einer kanadischen Firma. Aber erstmal wird ein Traum verkauft. Das Bild finde ich total interessant. Das ist von einem dänischen Designer, der eigentlich Möbel designt. Der hat sich mit dieser kanadischen Firma zusammengetan und dieses futuristische Helm-Ding entwickelt. Das existiert auch noch nicht. Also es wird jetzt auch schon so ein Designfaktor, weil es ja der coole neue Bergbau ist, entwickelt. Und bei diesen Maschinen, das Foto ist, glaube ich, ist ihnen jetzt eigentlich unangenehm, dass es existiert, weil die sehen natürlich viel brutaler aus als der cool designte Helm. Aber bei denen würde quasi dann das, wie die schwarzen Raucher, diese Kobaltkrusten mit so richtigen Rädern so abgegraben wie im richtigen Tagebau und nicht sauber irgendwie mit so einem Staubsauger über den Boden gefahren und so ein bisschen Manganknollen aufgesammelt. Was hier auch nicht durchkommt in diesen, also diese Bilder sind natürlich aus von der Industrie, ne? Wir haben die aus Industrievideos rausgeklaut. Was hier auch nicht gezeigt wird, ist, wie eigentlich das, was man hier mit dem Staubsauger aufsaugt, zum Schiff kommt. Also oben über der Wasserfläche ist natürlich das Schiff, auf dem das Material draufgeladen wird. Was Sie sich vorstellen, ist ein riesenlanger Schlauch, der zu dem Staubsauger unten fährt oder zu dem Harvester, also sie ernten die Manganknollen, was auch Industriesprache ist, also es ist natürlich Tagebau. Und dann soll über diesen Schlauch alles hochgepustet werden, entweder schon in dem Gerät unten oder auf dem Schiff dann eben die Knollen von dem Sediment, also dem Sand getrennt werden und dann der Sand wieder ganz sanft unten an der Tiefseebodenfläche abgegeben werden. Bei dem Experiment jetzt, was jetzt gerade läuft, was haben Sie gesagt? 1200 Meter Tiefe ist der tatsächliche Ort, wo Sie das Sediment wieder rausbringen. Jetzt läuft gerade wieder ein Industrietest mit sowas Ähnlichem wie das hier. Also selbst die Monsterbilder sind alles Teil von einer Illusion, einer Vision eines sauberen Meeresbergbaus, der gerade verkauft wird. Tatsächlich ist aber, wenn wir mit Tiefseebergbau anfangen, das größte Bergbauunternehmen, was die Menschheit jemals gemacht hat. So, was ist denn das Problem eigentlich mit dieser Meeresbehörde? Und das ist es tatsächlich. Wir haben ja so ein bisschen angedeutet mit der Karte. Das ist doch ein total demokratisches. Genau, es läuft Institution. In internationale Verträge, alle sind beteiligt, die NGOs können zuhören. Es läuft alles, ist doch alles in super, einem oder? geregelten Rahmen, genau. Hier seht ihr die. Den Verhandlungsraum der Internationalen Meeresbodenbehörde. Weiß nicht, Till, ob du die Deutschen erkennst. Ich habe sie immer mal gesucht, aber sie sitzen irgendwie, glaube ich, versteckt. Wie oft trifft sich denn diese Meeresbodenbehörde? Sie hat sich jetzt vor 2 Monaten getroffen und sie trifft sich jetzt dieses Jahr wieder. Irgendwann im Sommer. Und was machen die da? Da besprechen sie die Regularien für den Tiefseebergbau. Aber sie verhandeln nicht, also zumindest zurzeit nicht. Also das Problem ist, im Seerechtsübereinkommen, das ist ein internationales Abkommen, ist festgeschrieben, dass sowas wie Meeresbodenbergbau stattfinden kann. Und das ist tatsächlich eigentlich unsere größte Hürde. Weil ich meine, also wie ihr jetzt unschwer mitbekommen habt, finden wir, dass Tiefseebergbau eine wirklich ganz dumme Idee ist. Wir machen da was kaputt, was ganz, 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 ganz lange gebraucht hat, um zu existieren, Millionen von Jahren, was also niemals wiederkommt. Also wir müssen uns ja keine Illusionen machen, Millionen von Jahren, ob die Erde das noch hat, hoffentlich, aber dann sind die Menschen auf jeden Fall nicht mehr da. Es wächst alles ganz langsam. Monate, wenn nicht Jahre lang, entsteht dort Leben von einzelnen Organismen. Die Abläufe zwischen den Lebewesen sind total filigran. Wenn da irgendwas kaputt gemacht wird, sind die eigentlich, ja, sterben. Und gleichzeitig läuft es aber in einem Verhandlungsrahmen, bei dem das ja alle wissen. Also die Industrie, klar, verkauft uns irgendwie so ein Bild, super toller, sauberer Meeresbergbau, wir brauchen keine Kindersklaven mehr in Minen und es wird auch kein Wald mehr entwaldet. Wer will denn sowas noch weiter haben? Im Meer gibt es ja keine Menschen, ist das Narrativ. Können wir gleich noch mit euch besprechen, ob das tatsächlich so ist. Aber das wird alles verhandelt. Und unser größtes Problem ist eigentlich, dass das völkerrechtlich in Ordnung ist. Denn im Völkerrecht wurde
vor Jahrzehnten festgelegt. Tiefseebergbau ist eine gute Idee. Wir machen ein Regime, also einen Vertrag, bei dem Staaten, die nicht abbauen können, weil sie zu arm sind, einen Teil abbekommen von den Gewinnen. Wie genau, weiß man auch noch nicht, aber ist festgelegt. Und wir verhandeln zusammen, auf welchen Regularien. Und es wird unter anderem auch verhandelt, was macht man denn, um möglichst wenig Umweltbeeinträchtigung zu haben. Manche Staaten ist das egal, manchen ist das wichtiger, aber darüber wird verhandelt. Und wir beide finden dieses Bild immer so gut, weil es ja sagt, die Menschheit verhandelt gemeinsam. Aber wenn ihr euch mal anguckt, wie viele Leute sind denn da? Also ich meine, klar, bei UN-Verhandlungen... Wer sitzt denn da in den Verhandlungen für den Staat Nauru, Marie? Ja, genau. Wer sitzt denn da? Also natürlich bei internationalen Verhandlungen sind immer Vertreter von uns allen da, ist ja klar. Also so funktioniert die UNO. Aber ihr habt wahrscheinlich noch nie von Tiefseebergbau gehört oder so ganz bisschen. Also so eine, sag ich mal, demokratische Beteiligung der Bevölkerung bei so einem großen neuen Prozess wäre ja eigentlich gar nicht schlecht. Bei anderen Staaten sitzen nicht nur RegierungsvertreterInnen da drin, die, okay, vielleicht berechtigterweise jetzt nicht zu jedem Thema die Bevölkerung informieren, aber bei anderen Staaten, wie bei Nauru, sitzt eben nicht nur der Staat da, sondern auch die Industrie, die mitverhandelt. Genau, also Nauru hat mehrfach zu diesen Verhandlungen die Vertreter von einem Bergbauunternehmen, von The Metals Company, geschickt. Und die haben dann für diesen Staat innerhalb der ISA verhandelt. Und diese Verstrickung und auch die Verstrickung des Generalsekretärs der ISA, der Internationalen Meeresbodenbehörde, mit der Bergbauindustrie sind etwas, das wir extrem problematisch finden. Und die Intransparenz, die da drin steckt, ist enorm. Eigentlich steht es an, dass diese Behörde reformiert wird. Das muss alle paar Jahre stattfinden. Genau, aber diese Behörde hätte eigentlich sich dieses Jahr reformieren sollen. Das tut sie nicht. Und ich glaube, wir müssen auch noch auf die Zwei-Jahres-Regel eingehen. Ja, also... Deswegen ist es nämlich so akut. Genau, ihr müsst euch vorstellen... Nicht nur ist es ein sehr kleiner Kreis von Menschen, die sehr privilegiert und sehr kompliziert, weil es völkerrechtlich, also juristische Texte sind, über Abbau ja oder nein verhandeln. Nicht nur sitzt die Industrie, die später abbauen will, mit in den Verhandlungen drin. Auch gab es eine Klausel im Seerecht, die uns wirklich große Sorge macht, die gesagt hat, wenn ein Staat, dem es nicht schnell genug geht, kann er sagen, ich reiche einen Antrag ein. Und der Antrag bedeutet, dass in 2 Jahren die Regularien fertig sein müssen. Und wenn die Regularien fertig sind, dann kann ein Antrag eingereicht werden für Abbau. Weil bis jetzt dürfen alle nur forschen, bis jetzt findet auch kein Abbau statt. Und dieser Antrag wurde letzten Sommer eingereicht von Nauru. Das ist ein Inselstaat im Pazifik, die eben mit dem Hauptakteur der Industrie zusammenarbeiten. Das bedeutet, wenn wir es nicht verhindern können, und das ist was, woran Till und ich sehr intensiv mit anderen Kolleginnen arbeiten auf der ganzen Welt, dann könnte es sein, dass nächstes Jahr entweder Regularien fertig gemacht werden, wo einfach die Forschung uns überhaupt noch nicht genug Informationen gibt, beispielsweise welche Umweltschutzmaßnahmen betrieben werden sollen oder ob man das überhaupt machen soll, weil einfach viel zu viel kaputt geht. Die andere Möglichkeit wäre, dass der Staat trotzdem einen Abbauantrag einreichen kann auf der Grundlage von Abbauregularien, die noch gar nicht fertig sind. Und dann dürften Sie mit dem anfangen, was aktuell an Regularien da sind. Und deswegen sind wir aktiv. Ne? Also wir von Greenpeace waren letztes Jahr dort und haben versucht, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Hier seht ihr, ne, an diesem Kabel hängt dieses Abbaugerät in 4000 Meter Tiefe. Und wir haben gesagt, wir wollen es denen ein bisschen schwierig machen. Sind da rangefahren, haben das Schiff angemalt, haben gesagt, wir halten die Risiken für zu groß und haben protestiert. Es hat leider hier in Deutschland die Medien nicht so richtig interessiert. International ist es ein bisschen besser gelaufen. Aber wir müssen mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen. Und es wäre super, wenn ihr das mitnehmt und ihr das in euren Kreisen weitertragt, uns in diesem Kampf unterstützt. Es gibt eine Webseite, wo man Petitionen unterschreiben kann. Es gibt also sowohl
von dem Netzwerk, das wir haben, aber auch von Greenpeace. Wir haben auch auf den Internetseiten findet ihr viele Informationen dazu. Wir können aber gleich, kommen wir ja noch in Austausch, aber es ist ganz wichtig, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Die Weltmeere sind unser gemeinsames Erbe, wie es auch im Seerechtsübereinkommen im Übrigen steht. Und sie machen den Größteil unseres Planeten aus. Sie machen 70% der Landoberfläche aus, aber 85% des Lebens. Das muss man sich immer vergewärtigen, weil die Meere ja nicht flach sind, sondern ein Volumen. In der ganzen Wassersäule befindet sich Leben. Und es ist nicht eine Wüste, wie, wo nichts ist, wo keine. Ne? Das ist ja auch so ein Bild, was man aus unserer kolonialen Vergangenheit kennt. Man geht irgendwo hin, da ist nichts. Hm. Da kann man die Rohstoffe ausnutzen. Hm. Hier geht es jetzt nicht um Menschenleben, um andere Kulturen, aber es geht um Leben, das wir nicht verstehen. Und zum Schluss, ein ganz wichtiger Punkt für uns, Marie-Louise. Wieso ist dieses Bild wichtig? Und tatsächlich haben wir jetzt viel natürlich über Flora und Fauna gesprochen. Ein, sage ich mal, ein zusätzliches Industrienarrativ, was ich ja schon angesprochen habe, ist, in den Meeren leben keine Menschen. Und du hast eben das Stichwort Kolonialismus schon angesprochen. Das ist ein total postkolonialistisches Bild auf die Weltmeere, weil natürlich leben in den Weltmeeren Menschen. Es gibt Inselstaaten im Pazifik, die sich über den ganzen Pazifik streuen, die teilweise auch bis in diese Clarendon-Clipperton-Zone, die wir euch gezeigt haben, mit reinreichen oder daran angrenzen. Nauru ist zum Beispiel ein so ein Inselstaat, Fidschi, Tonga, die haben alle kleine Inseln, hunderte von Inseln in ihrem Landterritorium, aber das Wichtige daran ist das Wassergebiet und die Perspektive dieser Menschen auf ihren Lebensraum ist eben, und ich glaube, ein bisschen haben wir das auch, wir sind mit der Natur verbunden, die Natur ist Teil von uns. Und deswegen ist die Vorstellung, dass wir zusätzlich zu dem, was auch in den letzten 100 Jahren auf diesen Inseln schon an Ausbeutung passiert ist, viele von diesen Inseln haben schon Landbergbau, dass man zusätzlich auch noch Bergbau in den Meeren betreibt, ist für diese Menschen furchtbar und sie protestieren seit Jahren dagegen. Unter anderem eben auch diese Gruppe von Menschen, die nennen sich Solvara Warriors. Und ich bringe gerne dieses Bild mit, weil auch hier ein zusätzlicher Mythos quasi entzaubert werden kann. Dass man das alles nur in diesem regulierten, verhandelten, internationalen Bereich macht. Was diese Menschen uns gezeigt haben, ist, dass das überhaupt nicht stimmt. Denn natürlich gibt es nicht nur weit weg in den Meeren, irgendwo tausende von Kilometern von der Küste entfernt, Rohstoffe, sondern auch um diese Inselstaaten drumherum, teilweise 3-4 Kilometer vor der Küste. Man könnte quasi auf der Insel am Strand stehen und an der Ferne sieht man dann, wie irgend so ein Riesenschiff diese Monstermaschinen ins Wasser lässt. Und genau das ist in dem Bereich, in dem diese Menschen aktiv sind, in Papua-Neuguinea passiert. Da sollte das erste kommerzielle Tiefseebergbauvorhaben stattfinden, in dem Bergbaugebiet Solvara, das ist in der Bismarcksee. Vielleicht einige von euch erkennen diesen Namen. Papua-Neuguinea war auch eine deutsche Kolonie, deswegen ist ganz viel nach deutschen Kriegsherren benannt. Und dort sollte das erste Tiefseebergbauunternehmen stattfinden. Und diese Menschen, die haben uns in Deutschland darauf aufmerksam gemacht und haben gesagt, so, hey, da passiert die ganze Zeit was in unseren Meeren. Da kommen irgendwelche Industrieakteure, die uns Entwicklungsversprechen machen und sagen, wenn ihr uns Zugang zu den Küsten gebt, bauen wir euch eine Schule. Nachts haben sie irgendwelche Lichter im Meer gesehen. Und dann haben wir eben in den letzten 15 Jahren ungefähr mit diesen Menschen zusammen angefangen, eben uns zu Tiefseebergbau mehr zu informieren und einen globalen Protest aufgebaut. Und was diese Gruppe eben gezeigt hat, ist, warum sollte man, selbst wenn wir die besten Maschinen haben, 1000 Kilometer von der Küste entfernt mit einem Schiff hinfahren, wo vielleicht dann auch noch Greenpeace einen die ganze Zeit stört, weil sie mit dem Schiff rumfahren, wenn du in einem semi-autoritären, diktatorischen oder vielleicht auch demokratischen Staat, ist ja egal, direkt vor der Küste Bergbau betreiben kannst, wo nicht internationale Regeln gelten, sondern die Regeln, die der Staat verhandelt, wie es in Papua-Neuguinea zum Beispiel der Fall gewesen wäre. Und die haben gesagt, es wird auf jeden Fall bei uns passieren. Solvara 1 ist nicht passiert, wegen diesen Menschen. Die haben so viel protestiert, dass irgendwann diesem Bergbauunternehmen das Geld ausgegangen ist. Interessanterweise, das Bergbauunternehmen Nautilus, dessen Geld
ist natürlich nicht verschwunden, sondern die Leute, die in dem Bergbauunternehmen, das dort baggern wollte, gearbeitet haben, haben dann ein paar Jahre später das Bergbauunternehmen gegründet, was jetzt überall international mitverhandelt. Also die Kontinuität zwischen dem, was hier passiert ist und was jetzt in der Zukunft passieren wird, ist da. Also Geld wird weitergetragen, die Leute nehmen ihr Wissen weiter. Aber wir genauso. Also wir haben den Protest einfach jetzt auch nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Aber ein Wort noch. Genau. Was das zeigt, man kann diesen Kampf gewinnen. Ja. Und wir können Tiefseebergbau stoppen, bevor er beginnt. Ja. Weltweit. Und genau. Und wir haben einige von diesen Menschen getroffen und das vielleicht, und dann würde ich, oder würden wir gerne auch von euch noch ein paar Sachen hören, vielleicht habt ihr Lust drauf. Was die gesagt haben, ey, wir kämpfen für die gesamte Menschheit. Wir haben hier in Papua-Neuguinea das verhindert. Wir schaffen das überall und wir sind quasi die Spitze der Bewegung, die für uns die gesamte Menschheit versucht, dieses riesige, menschheitsgrößte Bergbauvorhaben zu verhindern. Was ich irgendwie eine total starke Message finde, dass es eben lokale Communities irgendwo weit weg von uns sind, die irgendwie für uns diesen Kampf ausgetragen haben. Mit dieser pathetischen Note, genau, also fänden wir es total spannend, von euch zu hören. Und wir haben netterweise eine Person, die uns mit dem Mikro hilft. Also es können Fragen sein oder auch Gedanken dazu. Ja, super. Nee, wegen der Aufzeichnung brauchen wir ein Mikro. Ja, also das Thema war mir vor einem Jahr noch komplett unbekannt, aber jetzt in den letzten halben Jahr hört man ja extrem viel darüber gefühlt. Also es drängt ja gerade relativ viel rein. Man merkt da so eine Goldgräberstimmung. Und dass man zu wenig über die Tiefsee weiß, wurde ja schon ein paar Mal angesprochen. Gibt es da eigentlich Bestrebungen, dass man, also Deutschland hat ja relativ große Forschungsinstitute wie das Helmholtz-Zentrum, dass man die dazu bringt, dass man da mehr weiß? Weil ich glaube, wenn man halt nicht nur hört, dass da unten viel Geld in Ressourcen liegt, sondern auch, dass man mehr über die Lebewesen da unten erfährt, würde, glaube ich, auch helfen, bei der Bevölkerung eine gewisse Stimmung dafür zu sorgen, dass das problematisch sein könnte. Vielleicht sammeln wir drei Fragen, oder? Ja, dann dort und dort, dort. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Daran anschließend, mir ist das Thema nicht so neu. Ich habe 2009 mal einen Artikel geschrieben, der hieß, wem gehört der Meeresboden? Und ich habe eher aus völkerrechtlicher, politikwissenschaftlicher Sicht darauf geguckt. Heute bin ich mehr beim Umweltschutz, deswegen ist es total schön, dass ihr hier seid und dieses Thema hier auch zeigt, das wahnsinnig relevant ist. Neben dem mehr Forschung, um zu wissen, was da ist und wem oder was wir schaden da unten, ist für mich auch die Verhältnismäßigkeit etwas, das mich immer wieder fuchst im Moment. Also wir denken an Asteroid Mining, wir denken an Mining am Meeresboden, ja, diese neuen Lösungen, statt zu gucken, Bioplastik, andere Rohstoffe, höhere Recyclingquoten, andere Metalle, neue, also wie kann man tatsächlich die Kreislaufwirtschaft und all solche Faktoren einfach nach vorne denken, bevor wir solche komplizierten Wege gehen, wie eben völkerrechtlich, politikwissenschaftlich, naturschutzmäßig, total fragwürdige und noch offene und überhaupt nicht beantwortete Fragen, wie, ja, ab wann können wir dann am Meeresboden minen? Also vielen Dank dafür. Stimmt, ist ja eigentlich nur ein Kommentar. Absolut richtig, ja. Ganz oben hatte sich noch jemand gemeldet. Also zu der Anmerkung eben, ich glaube, es ist eigentlich total egal, wie schützenswert der Tiefseeboden ist. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemanden davon abhalten würde, da Bergbau zu betreiben, weil machen wir uns nichts vor, in der Vergangenheit, also auf dem Land, hat das nie eine Rolle gespielt, wie schützenswert die Landschaft und die Biosphäre irgendwie ist, sondern an erster Stelle stand irgendwie immer so dieses Bestreben, irgendwie aus der Natur irgendwie Profit zu schlagen. Und ich denke, das ist hier auch im Vordergrund stehen. Und ich glaube, da ist auch die Stelle, an der man angreifen muss, dass man halt
ja, die Konzerne in ihrer Fähigkeit irgendwie darüber zu, also über die ganze Welt irgendwie zu entscheiden, beschränken muss. Und ja, auch so dieses, dass das halt aufgeteilt wird auf verschiedene Länder, ist halt letztendlich total egal, weil es sind dann letztendlich ja doch wieder einzelne Konzerne, die das unter sich aufteilen. Genau, und das ist eigentlich, also das zieht sich ja irgendwie durch unser ganzes Wirtschaftssystem durch. Also auch, also in allen Ländern auf der Welt sind es letztendlich ein paar wenige Konzerne, die quasi über alles entscheiden. Und genau, und das ist halt egal, ob man sich jetzt in Deutschland befindet oder in Ghana zum Beispiel, also Shell zum Beispiel als Konzern. Genau. Und deswegen, ich glaube, das ist irgendwie der Punkt, wo man angreifen muss, dass man halt die Macht dieser Konzerne irgendwie auch bricht. Ja, ich glaube, wir machen erstmal Antworten nach drei Fragen und dann machen wir. Wir haben, glaube ich, noch genug Zeit für weitere Fragen, ja, dann. Ja. Möchtest du anfangen mit der? Ja, also zu der Frage mit der Forschung. Das ist, ja, wir sind da total bei dir. Es muss mehr Forschung, mehr Wissen geben, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt hohe Mittel für Forschung in der Tiefsee, aber die hängen damit, also die sind halt eng damit verknüpft, dass es auch ein Interesse gibt, dort diesen Bergbau zu betreiben. Dr. Heckel, einer der renommiertesten Forscher in Deutschland, der auch viele Expeditionen in die Gegend geleitet hat, der hat es mal auf eine Frage von mir auch so gesagt. Das ist sozusagen das Interesse, den Bergbau dort zu betreiben, finanziert auch die Forschung, dort nach Lebewesen zu suchen. Mhm. Ne? Es ist so ein, das ist extrem teure Forschung. Das ist, und die wurde natürlich vorangetrieben, auch in dem Wissen, dass man dort diesen Bergbau betreiben muss. Und das ist halt schwierig, wenn man sozusagen die Mittel für die Forschung daran hängen, dass es ein Interesse gibt, diesen Bergbau zu betreiben. Ne? Dann gibt es am Ende die Wissenschaftler, die dann sagen, sollten wir vielleicht lassen. Aber es gibt leider eben auch die Wissenschaftlerinnen, die sagen, die Folgen sind beherrschbar oder sowas. Ja. Man muss dazu sagen, genau diese Wissenschaftsdiskussion fängt Gott sei Dank endlich an. Es gibt mittlerweile mehrere, sag ich mal, Stakeholdergruppen, sagt man ja, die sich auch mit Tiefseebergbau sehr kritisch auseinandersetzen, darunter auch 600 WissenschaftlerInnen mittlerweile, die nicht sagen, Tiefseebergbau ist eine ganz doofe Idee, aber die sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal mehr wissen. Was quasi unser taktischer Schritt ist, sei es jetzt eine Pause der Verhandlungen, Moratorium oder wie auch immer man es nennt, um einfach diese Geschwindigkeit, die sich durch das, was wir kurz angesprochen haben mit dieser Zwei-Jahres-Regel, um das rauszunehmen. Das ist quasi Schritt eins, den wir gerade strategisch versuchen. Und da sind viele WissenschaftlerInnen mittlerweile auch dabei. Aber wie du genau gesagt hast, die Verbindung zwischen Forschungsgeldern, die potenziell Tiefseebergbau ermöglichen, und der Erkenntnis der Tiefsee ist ein total großes Problem. Und daran knüpft sich das an, was ihr beide total richtigerweise gesagt habt. Würde es uns überhaupt mehr bringen, mehr zu wissen? Auch diese Frage beschäftigt uns sehr stark. Und das ist auch, was wir den deutschen VerhandlerInnen auch immer wieder sagen. Das ist das Wirtschaftsministerium und das Umweltministerium. Wir wissen doch eigentlich schon genug. Also wir wissen, da werden auf jeden Fall Ökosysteme zerstört. Wir wissen vielleicht nicht, was für welche Ökosysteme, was ja schon verrückt genug ist. Wir machen was kaputt, was wir noch gar nicht kennen. Aber selbst das, was wir kennen, da wissen wir schon, dass es total wichtig, dass die Meere überhaupt funktionieren. Und ob man jetzt ein paar Manganknollen rausnimmt und zum Schluss die ganze Nahrungskette durcheinander kommt, können wir noch nicht ausschließen, was ja eigentlich Wahnsinn ist. Und die Verhandlungen finden sich aber so in dieser juristischen Logik, aber das steht doch im Seerecht. Teilweise haben die Verhandler dann, wenn wir mit denen sprechen, haben die so ein fettes Buch vom Völkerrecht, wo sie so die Hand drauflegen und immer wieder sagen, aber das steht doch hier drin, das ist mein Auftrag, das zu verhandeln. Also genau das, was ihr angesprochen habt, dieses mehr Wissen, das zu durchbrechen oder das quasi diese Verhandlungslogik zu durchbrechen, ist total schwierig, weil sich so eine Logik entwickelt hat. Und auch das, was du angesprochen hast, dass die Industrie da stark dahinter ist, genau das ist das Problem. Und vielleicht ist das sogar das, wo wir am besten nochmal ansetzen können, weil so die Rationalität oder das Gewissen oder auch die Wissenschaft
das ist beinahe ein bisschen zu langsam, um da durchzukommen, aber dass man die Öffentlichkeit darauf aufmerksam macht, dass das so ein konzerngetriebener Prozess ist. Und aus deiner Antwort habe ich auch sehr viel Wut rausgehört und mir geht es genauso. Ich finde das unglaublich, dass ein kanadisches Unternehmen, was teilweise mit Glencore-Geldern, das ist das größte Bergbauunternehmen der Welt, die wirklich richtige Schweinereien machen, an Land finanziert wird, dass ein britisches Unternehmen, was von Lockheed Martin, dem größten Rüstungskonzern der Welt, finanziert wird, dass solche Dreckskonzerne uns verkaufen wollen, dass Tiefseebergbau eine saubere, neue, tolle Form des Bergbaus ist, wo keine Menschen verletzt werden, wo ein bisschen Umwelt irgendwie zurechtgemanagt wird. Das macht mich total wütend. Und ich glaube, genau da können wir ansetzen, dass wir sagen, dieser industriell geleitete Kapitalismus, der immer weiter guckt, wie können wir irgendwie die Menschheit und die Natur ausbeuten, um genau dieses System weiterzuführen. Das ist ja eigentlich das Problem. Und dafür brauchen wir eigentlich euch, ne? Weil wir sind auch ein bisschen in dieser Verhandlungslogik gefangen, dass wir mit Juristen sprechen, die sagen, aber das steht doch hier drin, was soll ich da machen? Das ist mein Auftrag, das ist mein Job. Und mit rationalen Argumenten kommen wir da irgendwie auch gar nicht so, so weiter gerade. Genau, ich will auch noch mal einmal zu deiner Frage von eben. Weiß von euch jemand, aus welchem Jahrzehnt das Bergrecht hier in Deutschland kommt? Du wahrscheinlich, ne? Du dazu Forschungs... Nein, das deutsche Bergrecht. Das ist 83 oder so, ne? Aber ich, aber das Bergrecht in Deutschland... Das deutsche Bergrecht ist aus den 1930er Jahren. Ah, ja. Und es ist kaum verändert worden seitdem. Und ich glaube, ich finde es immer sehr, sehr bezeichnend, sich das deutsche Bergrecht anzuschauen, weil es viel darüber sagt. Und da sind, wenn ihr euch vorstellt, ihr wisst wahrscheinlich 1930er Jahre in Deutschland. Ja. Also das Bergrecht kommt von den Nazis und es ist fast unverändert seitdem. Und ich finde es sehr exemplarisch, dafür, wie auch auf internationaler Ebene, sind diese Regularien, was die Ausbeutung von Rohstoffen aus der Erde, also das Bergrecht in den USA ist auch wirklich schlimm. Ne? Da gibt es ja Leute, die besitzen, wenn sie ein Haus besitzen, nur die ersten 5 Meter über der Oberfläche. Alles, was da drunter ist, gehört ihnen nicht. Ja, das heißt, es können Konzerne danach Sachen bohren. Und so ist es international eben auch. Und aus dieser sozusagen Tradition kommen auch die Regularien im Seerechtsübereinkommen, die international gelten. Und ich glaube, wir müssen auch noch über unsere Antwort sprechen. Ne? Aber vielleicht haben wir noch Fragen, weil wir haben noch gar nicht über zirkulare Ökonomie geredet. Ja, das stimmt. Wir hätten noch zwei. Wenn jetzt ist die letzte Chance. Dich hatte ich noch gesehen. Und gut, dann nehmen wir euch beide noch. Danke. Klar. Okay, ich muss sagen, ich habe auch noch eine Verständnisfrage. Bei mir kam das jetzt so rüber, als würden diese Manganknollen einfach da so rumliegen und man könnte die halt einfach so nehmen. Ja, genau. Gäbe es da nicht irgendwie eine technische Lösung, dass man halt irgendwie eine Maschine baut, die halt nicht so den ganzen Meeresboden irgendwie auffüllt oder so, wenn man die einfach nehmen kann? Sehr gute Frage. Wir nehmen noch dich vorher dran und dann... Hallo, ja, ich hätte auch gerade noch mal kurz eine Verständnisfrage. Ich hatte das jetzt so verstanden, dass es bisher in der Tiefsee noch keinen Bergbau gibt. Wollte mal fragen, wo denn Tiefsee eigentlich anfängt und ob in flacheren Gewässern schon Metalle abgebaut werden und ob da ökologische Folgen bekannt sind, sozusagen auch ein bisschen im Vergleich. Also ich finde das natürlich eine furchtbare Idee. Ihr habt absolut recht, klingt ganz schrecklich. Man muss sich aber auch dann natürlich immer fragen, was sind denn unsere Alternativen? Und natürlich müssen wir Kreislaufwirtschaft in Gang bringen. Und wir müssen so ressourcenschonend wie möglich agieren. Aber haltet ihr es sozusagen für realistisch, dass wir letztlich dass wir auf Bergbau weitgehend verzichten können, auch mit Hinblick auf zukünftige Generationen, auf das Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse, auch in den unterschiedlichen Ländern. Da sind wir dann ja wieder bei vielen digitalen Tools, die wir auch hier nutzen. Natürlich, jeder hat ein Smartphone und andere, vielleicht auch im medizinischen Bereich. Man braucht viele Ressourcen, um auch Technologien eben zum Einsatz zu bringen. Also kurzum,
können wir auf Bergbau an der Stelle verzichten, weil es an Land sozusagen besser wäre oder in flacheren Gewässern? Auch eine sehr gute Frage. Ich beantworte erstmal deine und dann können wir auf das sehr komplexe Feld der globalen Gerechtigkeit eingehen. Tatsächlich ist das, hast du damit quasi auch das angesprochen, was die Industrie uns verkaufen will. Ich hatte ja schon das Wort Ernten reingegeben. Also tatsächlich ist das komplett Tagebau, ne? Da wird die Oberfläche abgetreten. Die Industrie spricht aber von Ernten und haben auch in Videodesign nur quasi Maschinen vorgestellt, wo sie wie so punktuell die Manganknollen hochsaugen. Also wenn man an Innovationen und technischen Fortschritt glaubt, ist das wahrscheinlich möglich. Das lohnt sich aber überhaupt nicht. Also es ist viel zu teuer, irgendwie punktuell das so hoch zu saugen, dass man das, den ganzen Sand drumherum nicht macht. Deswegen auf solche Sachen darf man sich gar nicht einlassen, weil das wird niemals stattfinden. Das ist sowieso schon so teuer, das abzubauen. Aber genau diese Vorstellung des cleanen Erntens von einzelnen punktuellen Sachen, genauso auch bei den schwarzen Rauchern, die sind mit die biodiversitätsintensivsten Gebiete, da sagt man, na, wir ernten ja nur die, die nicht mehr aktiv sind. Also, und die sind aber gemischt, ne? Also da ist ein Aktiver, da ist ein Nicht-Aktiver und dann will man mit so einem super präzisen, riesen Zerschmetter-Werkzeug da reingehen. Also das ist alles, das ist auch Teil des Fantasienarrativs dahinter. Aber eine gute Frage, weil genau das wird uns auch verkauft. Ja. Darf ich da noch ergänzen? Der wichtigere Punkt dabei ist aber, dass Leben am Meeresboden, dort wo Hartsubstrat stattfindet, erheblich diverser ist, als wenn man nur Sand hat. Und diese Manganknollen sind das einzige Hartsubstrat in vielen dieser Regionen. Das heißt, natürlich gibt es auch Leben in dem Sediment, aber das Leben auf diesen Knollen, das gibt es danach nicht mehr, weil die kommen ja auch nicht wieder. Also die haben sich über Hunderte von Millionen Jahren gebildet und die bilden sich dann auch nicht wieder in ein paar tausend Jahren, sondern man nimmt einen essentiellen Teil des Lebensraums dort raus und genau. Genau, und zu deiner total grundsätzlichen, total richtigen Frage. Ich glaube, erstmal muss man sich die Frage stellen, wo sollen diese Rohstoffe eigentlich hingehen? Was jetzt gerade gesagt wird, ist E-Mobilität. Es gibt natürlich einen großen Bedarf an Batterien und genau diese Rohstoffe, die da drin sind, könnten für Batterien benutzt werden. Die Frage ist ja, die wir uns als Gesellschaft eigentlich stellen müssen, ist, wollen wir Spritautos, also fossile Autos, 1:1 durch E-Mobilität ersetzen? Da seid wahrscheinlich ihr alle auch der Meinung, das ist keine gute Idee, weil es so viele Rohstoffe verbraucht. Oder versuchen wir nicht, unsere Wirtschaften jetzt so zu verändern, dass sie sowohl in unseren Ländern wie auch weltweit ganz neue Technologien hervorrufen. Das ist natürlich erstmal super banal. Und das entscheiden ja auch potenziell nicht wir, sondern es ist eine komplette Entwicklung. Was ich ganz interessant finde, ist, dass dieses Batterieargument ganz leicht entkräftet werden kann, weil die Industrie selber jetzt schon sagt, sowohl die Autobauer, Tiefseebergbau weiß ich gar nicht, das wollen wir eigentlich nicht in unserer Lieferkette haben, da gibt es jetzt schon so viel Protest. Das haben wir zusammen mit vielen anderen Organisationen hinbekommen, dass es auch große Autokonzerne und Internetkonzerne gibt, die jetzt sagen, Tiefseebergbau-Rohstoffe wollen wir erstmal nicht in unserer Lieferkette sehen. Also selbst die Industrie sagt so, weiß ich nicht. Und gerade im Batteriesektor gibt es gerade ganz interessante Entwicklungen, die eben von mineralischen Rohstoffen zum großen Teil weggehen. Also jetzt auch nicht sich auf Lithium umschwenken, was ja das nächste ist, das gibt, findet man nicht so. Genau, so diese. Und das ist, finde ich, eine total interessante Entwicklung. Und also das ist natürlich jetzt auch so ein ökonomisch gedachter Pfad. Wir investieren jetzt in alternative Wirtschaftszweige, kann man auch immer sagen, gibt es wahrscheinlich Pro und Contra. Die Frage, ob es global gerecht ist, finde ich ganz spannend, weil wir das natürlich in ganz vielen Bereichen haben. Was ist globale Gerechtigkeit? Ist wirtschaftliche Entwicklung? Sollte das nicht allen Menschen zugutekommen? Da fand ich die Unterhaltung mit diesen Leuten ganz interessant. Die haben halt gesagt, also die haben auch zum größten Teil auch schon Smartphones. Also ich meine, es gibt ja viele Regionen, wo technische Innovationen auch schon drin sind, obwohl die Menschen sonst relativ arm oder ökonomisch arm sind. Aber die haben gesagt, uns ist es eigentlich wichtiger, die Natur zu schützen, als genau das Gleiche zu haben, was ja in euren Gesellschaften auch bestimmte zerstörerische Zweige habt. Das ist natürlich jetzt eine Gruppe von Leuten, die sich damit sehr intensiv auseinandersetzen. Aber ich glaube, global gerecht wäre es eigentlich, mit Menschen, die betroffen sind,
darüber zu sprechen, welche ökonomischen Entwicklungen wollt ihr und welche nicht und in was für einem Umweltzustand kann das leben. Und natürlich geht es dann auch um massive Reduzierung unseres Verbrauchs hier. Aber das ist ja was, womit wir uns hier die ganze Zeit beschäftigen. Aber genau diese Frage finde ich total wichtig, weil wir genau diese Diskussion gemeinsam, glaube ich, führen müssen und nicht nur in Deutschland, sondern eben vor allen Dingen mit den Leuten, bei denen abgebuddelt werden soll. Weil die würden sagen, ich habe lieber meine Subsistenzwirtschaft und meinen Zugang zur Küste und mein Haus, als dass hier Bergbau passiert, damit ich ein Auto habe. Also so würden diese Leute argumentieren. Ich will ganz ungern unterbrechen, aber leider ist unsere Zeit schon vorbei. Vielen Dank für die ganzen spannenden Antworten. Ja, sorry. Nein, Entschuldigung, ich dachte, wir hätten noch 5 Minuten mehr, sonst hätte ich dir noch den Raum gegeben. Aber dann bedanken wir uns sehr herzlich bei euch fürs Kommen. Toll, dass ihr alle da wart und dass ihr offensichtlich schon so viel wusstet. Das heißt, unsere Arbeit der letzten Jahre war offensichtlich irgendwie erfolgreich. Genau, also es gibt Petitionen. Wir haben immer sagen, schreibt den Abgeordneten im Bundestag, weil das Thema im Bundestag viel zu wenig diskutiert wird. Die Grünen haben eigentlich im Wahlkampf gesagt, sie wollen ein Moratorium. Das haben sie nicht in den Koalitionsvertrag gebracht und das wird jetzt auch gerade nicht so gemacht. Also da ein bisschen Druck ausüben wäre super. Und vor allen Dingen eben Multiplikatorinnen sein und das anderen erzählen, weil wir einfach, das ist was, diesen Kampf müssen wir gemeinsam kämpfen. Also total toll, dass ihr da wart. Vielen Dank.